Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Nach ungefähr 1,5 Monaten Pause melden wir uns wieder, jetzt aus Paraguay. Ja, die ersten Wochen waren sehr vollgepackt und wir mussten erstmal so ein bisschen wieder zu uns kommen. Wir sind ja in ein neues Haus gezogen und das musste erstmal alles wieder so ein bisschen eingerichtet werden. Und die ganzen Organisationen so drumherum. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und auch wieder etwas Luft, um wieder ein paar Videos zu drehen. Und wir fangen gleich heute an, weil wir heute einen besonderen Tag haben. Und zwar, seht ihr es da hinten? Ja. Ja, wir haben heute einen 11. Geburtstag. Wer könnte das bloß sein? Philipp! Unser Geburtstagskind, Philipp. Happy Birthday! Gottes Segen für dich, Gottes Segen für dich, Gottes Segen, lieber Philipp, Gottes Segen für dich. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück. Wow, wir haben noch einen. Benni, nicht auspusten. Das ist keine Kerze. Philipp hat sich wieder seinen Pudding-Schneckenkuchen gewünscht. Den Wunsch haben wir ihm natürlich erfüllt. Den hatte er schon mal zum Geburtstag gehabt. Erinnert ihr euch noch an welchen Geburtstag? Der 7. Nicht verraten, das lassen mal unsere Zuschauer in die Kommentare schreiben. An welchem Geburtstag hatte Philipp auch schon seinen Pudding-Schneckenkuchen gehabt? Siebte. Ihr sollt das nicht verraten. Boah, Sarah, das ist aber ich würde eigentlich auch die nächste sein, die 11. Nein, du wirst erst 10. Aber ich bin schon halt. Du hattest doch erst Geburtstag. Boah, ein aber Monat. Ich kann. Aber du sagst auch immer, wo ich 8 war, hast du gesagt, in 9. Ich bin Sarah, noch aus. Pusten, Mama! Du willst auch auspusten? Ja! Oh Mann! Aber du hast auch in 10,5 Monaten Geburtstag. Und ich? Nach mir. Und du hast in, lass mal zählen, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, in einem halben Jahr, Romy, hast du Geburtstag. Also, Philipp, was machen wir heute an deinem Geburtstag? Keine Ahnung. Ja, das ist so doof, an einem Tag zu Geburtstag zu haben, wo alle in der Schule sind, ja. Aber wir haben das so besprochen jetzt, dass wir den Geburtstag auf den Sonntag verschieben, ja. Und dass wir dann dort etwas veranstalten werden. Da ist dann auch besser das Wetter als heute. Aber heute ist doch auch warm. Könnte man ja, aber nicht warm genug, um zu baden. Doch. Letztes Jahr war es um diese Zeit so warm gewesen, so heiß, dass wir den ganzen Tag gebadet haben, ja? Letztes Jahr war aber auch der heißeste Jahr hier. Das heißeste Jahr. Ja. Aber dieses Jahr ist es noch kalt draußen, also nicht so kalt, dass man frieren muss, aber noch nicht so warm, dass man baden kann, draußen ja? Draußen sind 26, 27, aber trotzdem sehr heiß. Kalter Wind. Okay. Philipp hat seine Geschenke eigentlich alle schon in Deutschland bekommen. Der durfte sich einiges aussuchen zum Geburtstag. Von Oma und Opa hat er Geld bekommen zum Sparen. Wofür sparst du, Philipp? Ein BMX-Fahrrad. Ja, der spart für ein Fahrrad, der Philipp. Und damit wir nicht ganz ohne Geschenke da sind, haben wir dir eine kleine Tüte noch vorbereitet. Eine kleine Tüte. Mit kleinen. Und das ist auch noch ein Geschenk von mir und Benni. Ja, und die Kinder haben noch was gebastelt. Was hast du denn gekriegt in Deutschland zum Geburtstag? Meine Uhr, Sarahs Geschenk, was sie eigentlich von der was sie zum Geburtstag bekommen hat. Naja, erklär das mal. Das hast du dir eigentlich gewünscht? Nein, nicht zum Geburtstag. So wollte ich es mir kaufen. Ja, und deswegen hast du es dann bekommen, Sarah hat was anderes gekriegt, ja? Meine Uhr. Ein Noch ein Set, ein Playmobil-Set. Ach, der Porsche. Eine Kerze, ja, mein Porsche. Machen wir für Benni noch eine Kerze. Ne? Die drei Kerzen. Du musst auch zumachen. Philipp, komm zu mir mal. Kinderzimmer noch. Philipp, also Playmobil, ja, eine Uhr und Geld hast du bekommen, ne? Ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Zeig mir, das sollst du heute anziehen. Ein T-Shirt und was ein noch? Groß. Naja, ich habe das für den kommenden Sommer gekauft.
schön, Rumi. Sie hat ihr Playmobil Philipp geschenkt. Etwas, was sie sonst immer nicht teilen können. Das hat sie ihm jetzt geschenkt. Oder Rumis Teil. Freust du dich? Ja. Ja. Dann pack mal weiter aus. Was hast du noch da drin in der Tasche? Das ist ein Prinzessinbett. Das hast du lieb gemacht, Rumi. Könnt ihr jetzt nichts machen? Rumi. Ja. Das war lieb von dir. Ja. Oh, die ist ja cooler Stoff. Wow. Oh. Mama. Oh, Papa, wir brauchen eine Kerze für Benni. Eine Kerze. Und? Was ist das? Bonbons. Bonbons aus Deutschland. Die sind für Papa. Noch ein Pop, nee, der hat doch erst ein neues bekommen. Nein, der hatte sich eins geholt, aber da war kein Platz für Münzen. Ja, kein Fach für Münzen. Jetzt hat er eins bekommen, ein anderes. Das ist nochmal so ähnliches wie Mama. Philipp, gibst du uns doch die deutsche Bonbon. Endlich mal wieder deutsche Ware. Mama. Die Kinder wissen jetzt so sehr, die deutschen Sachen zu schätzen. Ich habe eine Karte. Freust du dich? Ja. Ja, schön. Was werden wir heute essen? Burger. Ja. Kuchen gibt es zum Nachtisch. Wir machen heute vegetarische Burger. Ja, Papas. Da weißt du, diese Schokotrops, die. Mit vegetarischen Patties. Ja, hier habe ich noch. Ich hoffe, es schmeckt. Von Otto. Philipp braucht ein Portemonnaie. Ja, Philipp ist unsere Sparkasse, der braucht Geld. Ne? Der sammelt immer, wenn man Geld braucht, dann kann man zu Philipp gehen, der hat immer Geld. Gut, dann machen wir mal die Burger fertig, ja? Das Essen ist angerichtet. Wir essen heute draußen. Es ist relativ warm. Wir haben hier draußen so eine Terrasse. Ja. Eine schöne. Diesmal ist es so schön. Wir haben eine Terrasse mit Überdachung. Das ist so toll. Und wir essen heute draußen. Ja, die Burger sind fertig. Und es gibt dazu, mit Ventilator sogar. Damit die kleinen Fliegen alle verschwinden. Ja? Die lassen einen sonst aber nicht sitzen. Aber die Kerze geht aus immer. Ja, die Kerze leidet ein bisschen unter dem Ventilator. Es gibt auch Kartoffelback, also diese Kartoffelspalten, die haben wir noch im Ofen gemacht. Ja, ich wünsche euch einen guten Appetit, Kinder. Ja, schönes Geburtstagsessen. Wir sind schon fast verhungert hier. Benni war schon am Verhungern, der hat seinen Burger schon trocken gegessen. Und ich auch. Ja, und die anderen auch. Mama, kannst du mir den Burger so schicken? Ja, mache ich. Okay, lasst uns anfangen, ja? Jetzt schon ein paar Tage nach Philipps Geburtstag vergangen. Philipp hat sich sein ganzes Geburtstagsgeld, was er hatte, zusammengelegt. Naja, alles, was du bekommen hast an Bargeld. Dann hat sich ein Fahrrad gekauft. Führ's mal vor. War das das, was du dir eigentlich gewünscht hast? Nein. Gab es das, was du wolltest? Nein. Gab es leider nicht, ja? Dann bist du auf das jetzt umgestiegen. Ja. Aber das gefällt dir, oder? Ja. Macht Spaß zum Fahren? Ja, Philipp ist auch nur noch unterwegs hier mit seinem Freund zusammen, mit David. Fahren sie jetzt mit dem Auto hin und her. Auto? Mit dem Fahrrad. Zeig mal, wie es sich fährt. Ja.
Fahr mal eine Runde. Freust du dich jetzt? Er hat schon lange kein Fahrrad mehr gehabt. Schon über ein Jahr lang nicht mehr gefahren. Sonst ist er immer überall rumgefahren mit dem Fahrrad. Wir haben hier auch eine schöne Strecke zum Fahren. Kann er hin und her düsen. Sein Freund David wohnt auch nicht weit weg und dann fahren sie immer, geht er immer hin und zu David spielen und David kommt ihn abholen. Gefällt's? Gut, ne? Hat Spaß. Jetzt hast du wieder was zu tun, jetzt bist du beschäftigt. Philipp braucht das aber eine Runde hier um den Block drehen, alles angucken, seine Zeit der Ruhe haben. Na, ich freue mich, dass du jetzt ein schönes Geschenk hast. Was soll man sich sonst kaufen? Vernünftige Spielzeuge gibt es hier nicht. Dann muss man sich solche Sachen kaufen, ja. Aber das ist doch schön. Da hast du jetzt auch länger was von, ne? Und hier sind zwei Löcher für einen Flaschenhälter oder sowas. Ja. Die also wie nennt sich das, was auf den Reifen drauf ist? Spritzschutz oder Reifenspritzschutz? Die haben wir jetzt aus Deutschland bestellt. Die gab es hier irgendwie nicht im Handel. Haben wir jetzt, kommt nachgesendet aus Deutschland. Nein, ich will den grünen. Na, Benni? Deine Bälle sind alle platt geworden, ne? Ja, wenn er sie zerschneidet und zerstochert. Mama, das ist platt. Das ist platt. Und der andere? Auch. Ist auch platt. Nein, das ist nicht platt. Müssen wir die mal aufpumpen mit einer Fahrradpumpe, hm? Und mal gucken, wo eine Fahrradpumpe ist. Ja. Haben wir eine? Haben wir eine, Philipp? Keine Ahnung, glaube ich nicht. Wir hatten doch mal eine gehabt. Müssen wir mal schauen, ob wir die finden. Ja, jetzt haben wir wieder einen weiteren Tag und die Kinder sind in der Schule gewesen heute den ganzen Tag. Das Wetter ist leider nicht so gut. Es regnet heute den ganzen Tag lang. Und wenn es so lange regnet, es regnet jetzt die ganze Nacht durchgeregnet und den ganzen Tag durchgeregnet, dann weichen die Straßen extrem auf. Und da, wo wir jetzt wohnen, haben wir einige Sand- oder einige Erdstraßen, die so stark aufweichen, dass es sogar mit dem Auto schwierig ist, da entlang zu fahren. Das ist wie, als ob man auf Glatteis fahren würde. Wirklich nicht übertrieben. Man rutscht einfach über die Straßen entlang, gerade wenn man bergab fährt. Und deswegen habe ich beschlossen, jetzt die Kinder von der Schule abzuholen. Wir haben übrigens ein Auto gekauft. Das war auch so ein Segen, dieses Auto zu bekommen. Das haben wir durch einen guten Freund bekommen, das Auto, und haben es zu viel, viel weniger Geld bekommen, als es eigentlich wert wäre. Und ich bin so froh, dass wir jetzt endlich ein Auto haben. Wir haben ein ganzes Jahr gespart dafür, um endlich ein Auto kaufen zu können. Und jetzt haben wir uns eins gefunden. Das ist ein Santa Fe. Ein kleines Auto, aber 7 Sitzer, und wir sind froh, dass wir für jeden einen Platz hier im Auto haben. Auch schön mit Leder sitzen. Das ist hier sehr wichtig in Paraguay bei der roten Erde und den dreckigen Schuhen und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein riesengroßes Geschenk, dass wir jetzt ein Auto haben, und ich bin so glücklich darüber. Jetzt fahre ich die Kinder von der Schule abholen, damit sie nicht durch diesen Matsch stampfen müssen. Seht ihr, schon rutschig. Ich finde nicht mal Halt auf den Straßen. Boah. Man rutscht einfach runter. Man rutscht einfach den Berg runter. Deswegen ist es so gut, wenn man hier einen Allradantrieb hat, dass man so ein bisschen gegenlenken kann. Boah. So, jetzt bin ich wieder auf der Empedrada hier, auf der Steinstraße. Da geht's auch wieder. Aber den Berg runter bin ich einfach mal runtergerutscht. Wie auf dem Schneeberg. So, die Kinder kommen schon da den Berg runtergerutscht. Ich bin froh, dass sie mir entgegenkommen, weil ich würde wahrscheinlich den Berg hoch hier gar nicht schaffen. Ich würde da wahrscheinlich wieder runterrutschen. Das ist so glitschig. Dann wende ich hier gleich mal. Da kommen die schon an. Gerutscht. Seht ihr, wie die sich festhalten müssen? Das ist, als ob man auf Glatteis gehen würde. Zoom mal heran, dass ihr sie seht. Na, jetzt müssen sie auf dem Rasen laufen. Die sind bestimmt froh jetzt, dass ich sie abhole.
Na, ist glitschig? Was? Glitschig? Ja, nachher. Sehr. Ist, als ob man auf dem Schneeberg laufen würde, ja? Ja. Ja, deswegen bin ich da. Aber die Schuhe sehen dann aber auch aus. Ja, leider. Ich hätte die Gummistiefel anziehen sollen. Also Gummistiefel braucht man hier auf jeden Fall. Ja. Ich kann hier hinten nicht einsteigen. Ich setz dich nach hinten. War gut? Ja, wir haben wieder einen Film geguckt. Ja, super. Wir sind heute Nachmittag zum Sprachkurs gewesen. Die Schule bietet nachmittags noch einen kostenlosen Sprachkurs an. Und da schauen Sie sich mal öfter einen spanischen Film an. Habt ihr den dann gut übersetzt? Ich habe ihn schon auf Deutsch geguckt, deswegen konnte ich nicht. So. Aber habt ihr vieles verstanden? Verstehen können schon? Ja. Es wird immer besser mit dem Spanischen, ne? Ja, wenn man spanische Filme guckt. Ja, spanische Filme. Ihr müsst auch die Vokabeln dann dazu lernen. Wow. Gut, ihr Lieben, ich bringe die Kinder jetzt nach Hause und dann werde ich noch ein bisschen hier durch die Geschäfte fahren. Ich habe vor, in einen Stoffladen zu fahren und mir ein paar Stoffe zu kaufen. Ich möchte mir Bettwäsche selber machen. Vielleicht, wenn es möglich ist, werde ich dort auch noch ein bisschen was aufnehmen. Aber das weiß ich noch nicht. Wenn ja, dann kommt das im nächsten Video. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Was ist hier so witzig? Was ist so witzig hier? Tut euch nicht die Arme brechen hier.